Hallo und herzlich willkommen hier zurück zum nächsten Part. Nach der kleinen Abstimmungsrunde wurde dann entschieden, also dass wir zum Soldatengipfel gehen und ja, in der Zwischenzeit hatte ich mal ein bisschen Probleme mit Dragon Age allgemein. Das ist euch vorher schon aufgefallen, dass da ab und zu mal die Texturen, die normalerweise HD-Qualität haben sollten, nicht Qualität waren, sondern auch so verschwommen. Ich habe dann das ganze Zeug nochmal neu installiert. Das Ganze hat mir nämlich auch ein paar Items und alles gar nicht angerechnet, wie zum Beispiel Helm der Tiefe und sonstiges. Das gehe ich gleich nochmal durch. Hab meine Blutdrachenrüstung nämlich aus Gründen schon vermisst und wusste nicht warum. So, hab also nochmal alles neu installiert und nun lässt sich die HD-Mod nicht mehr installieren. Nach 5-6 Stunden habe ich es dann irgendwann abgebrochen. Und naja, die Grafik ist ja jetzt nicht so dermaßen schlechter geworden dadurch. Aber schon ein bisschen merkt man es halt an etwas schwammigeren Texturen. Hoffe, das stört euch nicht weiter, sondern es geht ja auch um das Spiel an sich und nicht um Grafikpracht. So, dementsprechend geht es dann weiter mit dem Soldatengipfel. Können wir noch das Erker-Kampfrausch anmachen. Und dann lehnen wir mit über mein Angebot nachgedacht. Dryden. Ah, verdammt, ja. Da merkt man, Moment. Ich habe noch vergessen, euch die Untertitel einzustellen. Ja, die Schwierigkeit wurde auch wieder zurückgesetzt. Da hätten wir doch fast einen totalen Quatsch gemacht. Tutorials anzeigen, bla bla bla. Keine Untertitel, ja. Untertitel, Unterhaltung und Altmod. Was? Atmo-Dialoge. Atmo. Okay, speichern wir das Ganze noch kurz ab. So. Und dann beginnen wir. Habt ihr über mein Angebot nachgedacht? Der Soldatengipfel stand lange genug verlassen da, wenn ihr mich fragt. Der Glaube eurer Familie soll belohnt werden. Ich werde euch helfen. Seid tausendfach gesegnet, Wächter. Ich markiere den Ort auf eurer Karte. Wenn ihr angekommen seid, bahnen wir uns gemeinsam den Weg durch die Tunnel. Genau so sieht's aus. Und dann hauen wir auch direkt weiter ab. Auf zur Weltkarte. Und so, wir könnten uns jetzt entscheiden, je nachdem, was wir mitnehmen. Liliana ist halt natürlich eine Diebin und kann Schlösser knacken. Dementsprechend wäre sie eigentlich gar nicht so verkehrt, immer mit dabei zu haben. Ist jetzt allerdings für den Anfang halt ein bisschen schwer. Ich nehme definitiv Morrigan mit, denn ich brauche ihren Heilzauber, den sie noch demnächst erlernen darf. Alistair als Schildbruder und meinen Hund nehme ich auch mal noch mit. Da fällt mir ein, ich habe jetzt komplett vergessen, die Items durchzugucken. Machen wir gleich, wenn wir dort angekommen sind. So, und zwar geht's hier hoch zum Soldatengipfel. Über einem Labyrinth verlassener Minenschächte liegt Soldatengipfel, der alte Stützpunkt der Grauen Wächter. So, dann wandern wir mal wieder über die Karte. Sehen wir mal, ob wir wieder ein Event haben. Noch ist alles ruhig. Ah, passt. Und da wären wir. Soldatengipfel. Beim Atem des Erbauers ist das riesig. Was für eine Festung. Ich hab doch gesagt, die Karte führt uns durch die Tunnel. Das ist wohl klar. Bei Andras Blut, wie habt ihr allein diesen Weg gefunden? Ihr würdet mir nicht glauben, wenn ich es euch erzählte. Sehr beeindruckend. So viel steht fest. Man spürt förmlich die Last der Geschichte. Geht's euch auch so? Nun, ich werde euch folgen. In angemessener Entfernung. Dieser Ort trägt den Geruch des Todes. Ich rechne damit, dass Schwierigkeiten auf uns warten. Ja, damit rechnen wir natürlich auch. Hat auch schon bessere Tage gesehen. Wohl eher bessere Jahrhunderte. Einst standen die Wächter in voller Blüte, genügend Leute, alle der Aufgabe gewachsen. Und heute müssen sie sogar Leute wie euch aufnehmen, Alistair. Hey! Ach ja, die zwei Streithammel. Na gut, der Hund bellt gerade, wartet mal. Und ist sehr aufgeregt. Schauen wir mal, siehst du etwas Interessantes? Einen mitgenommenen Kuchen hat er in den Händen, auf dem kalten Soldatengipfel, geil. Na gut, dankeschön. Ein Kuchen, das ist toll. Du bist ein guter Hund. So, erhalten Kuchen. Lass mal gucken. Kann man den irgendjemandem noch schenken?
Ein dunkelbrauner, kuchenähnlicher Gegenstand, der schon bessere Tage gesehen hat. Gefunden von Lara, enthält noch Reste von Hundespeiche. Yummy. Na gut, also Gegenstände hat ich hier noch freigeschaltet gehabt, den Helm der Tiefe. Gibt plus 2 Konstitution, plus 10 mentale Widerstandskraft und plus 10 körperliche Widerstandskraft. Der wird natürlich mal noch angezogen. Den Soldatenhelm kann man dann gleich mal Alistair rüberziehen. Besser als so diese Kunari-Haupt. Obwohl. Huch, die ist ja sogar besser. Wollt ihr mich jetzt veralbern? Na. Okay. Dann haben wir Grauheißen Schultern, Handschuhe, die kann er auch mal anziehen. So, die Löwenpranken sind Lederstiefel. Die sind eigentlich gedacht für Schurken. Allerdings, momentan sehen wir gerade, die sind sogar noch besser und bieten eine Angriffsausweichchance gegen Distanzangriffe und Angriffe. Und deswegen kriegt ihr auch direkt Alistair. Der soll ja ein bisschen länger überlegen. Da haben wir die Blutdrachen-Plattenrüstung bekommen. Restliche Teile muss man sich zusammen kaufen. Und die gibt's halt später. Die ist eine deutlich dicke Rüstung und die kriegt dementsprechend auch Alistair als Verteidigungseinheit. So, und hier seht ihr massivst viele kleine freigeschaltete Items waren bei mir lange nicht dabei. Die kann ich jetzt mal in aller Seelenruhe verteilen. Wir haben hier einen Gedächtnisring. Wir haben den Glücksstein, alle Attribute plus 1, den Feuerring plus 3 Konstitution plus 25% Feuerresistenz und Geisterresistenz. Dementsprechend, das ist ein Ring, den kriegt gleich mal Alistair. Den Willenskraftring, den kriegt da weggenommen. Ruhendes Zeichen der Besorgnis kriegt nämlich unsere liebe Morrigan. Die kann mit den Attributen ein bisschen mehr Oh! Okay, nee, geht gar nicht. Das ist ein Ding, das kann nur Alistair ansehen. Wow, okay. Was haben wir da noch? Gesundheitsregeneration im Kampf. Verringert Feindseligkeit plus 15% auf erhaltene heilende Effekte. Das ist, das ist eigentlich auch ganz Bombe. Den geben wir dann mal uns. Alle Attribute plus 1 geben wir auch uns. Und dann hat Morrigan halt momentan leider nur schon einen kleinen Gedächtnisring. So, dann haben wir Gürtel, plus 3 Klugheit, plus 15% Chance, Angriff auszuweichen, erhöht finanzielle Gewinne. Ist natürlich eigentlich was für einen Schurken. Allerdings, dieses Ausweichen und so, das geben wir auch mal uns. Dann haben wir hier noch Empress Gürtel der vielen Taschen. Der ist ein extremer Verteidigungsresistenzgürtel, also gegen alle Elemente und Gifte. Den kriegt natürlich Alistair. Dann haben wir noch als Amulett den Talisman des Wilden Wolfes, plus 5 Gesundheitsregeneration beim Erkunden, plus 1 Rüstung, plus 15 Naturresistenz und des Kriegsmagiers. Und des Kriegsmagiers bekommt mal unsere Morrigan, wenn das nicht besser ist. Ja, wird schön. Und den Talisman, das Amulett. Ne, ich glaube, da habe ich bei jedem ein bisschen was Besseres drin. Jo, das bekommt erstmal keiner soweit. So, das war's an Items, glaube ich, die ich zusätzlich bekommen hatte. Ah, Quatsch, genau, hier haben wir noch Bücher. Und zwar, 2 Bücher, durch die bekommt man bestimmte Fähigkeitspunkte, Attribute oder eben Fähigkeiten steigern. Also das sind Fähigkeitssteigern und das sind Attributpunkte-Steigerungsbücher. Die sind natürlich für den Hauptbesitzer auch extremst nützlich. Da bekommt man auch direkt ein Achievement. Die sind, glaube ich, auch alle zurückgesetzt worden mal wieder. So, hier seht ihr, jetzt können wir auswählen, zum Beispiel hier erhöhte Klugheit etc. Wenn wir halt genügend Punkte gerade hätten. Wir holen uns dann gerade noch das zweite Buch. Damit erhöhen wir auch direkt unsere Attribute. Dann bauen wir die immer auf 16 Klugheit. Und bauen wir noch 1 in Geschicklichkeit. Somit können wir die Klugheit vervollständigen. Sehr schön. So. Dann speichern wir mal kurz den ganzen Hickhack hier, den wir gemacht haben. Aktivieren unsere Fähigkeiten. So, Morrigan Waffenverzauberung. Sonst kann sie noch nichts, was das angeht. Dann nehmen wir mit Alistair Bedrohungshaltung ein. Schildverteidigung wird reingehauen. Und unser Mabari-Hund, der hat alle Hände voll zu tun, einfach Mabari-Hund zu sein. Dann geht's los. Auf zum Soldatengipfel.
hinein in die mächtige Festung hier vorne. Auf den Spuren der alten grauen Wächter Ferratens. Zurück! Zurück! Na los! Herr, den Gipfel einzunehmen könnte schwierig werden. Ich habe den Wächtern eine Chance gegeben, ehrenvoll zu sterben. Doch sie verschanzen sich wie Feiglinge. Wir folgen dem Rat des Königs und hungern sie aus. Aber auf dem Gipfel gibt es Vorräte für Monate. Dann warten wir. Wenn sie so geschwächt sind, dass sie ihre Waffen nicht mehr heben können, überstellen wir sie dem letzten Gericht. Was war das? Ich fühlte mich leicht benebelt. Ich bin doch nicht verrückt, oder? Habt ihr es auch gesehen? Nun, es war eine Art Wachtraum. Wie kann das sein? Dieser Ort ist wahrlich verflucht. Die Welt ist voller Geheimnisse. Ja, Wächter. So, und nun sehen wir dort schon überall Leichen. Und das dürfte natürlich wohl nichts Gutes heißen. Hier sehen wir auch einen recht schönen Eingang, möchte ich mal behaupten, mit den Drachenköpfen oder Schlangenköpfen da, besser gesagt. Und da sind überall Skelette, vermutrigtes Zeug. Wenn die mal nicht irgendwann aufstehen, weiß ich auch nicht. Und da haben wir eine Statue. Ich werde es tun. So, neue Quest. Die Geschichte des Stützpunktes der grauen Wächter. Ja, wo haben wir es denn? Quest. Finde mehr über die Geschichte von Soldatengipfel heraus. Du hast einige der Geheimnisse des Stützpunktes am Soldatengipfel enthüllt. Da es möglicherweise noch mehr herauszufinden gibt, solltest du danach suchen. Über die Codex-Einträge, die es eben hier auf dem Soldatengipfel zu finden gibt, bekommt man dann so einen gewissen Einblick, was denn hier alles gemacht wurde, zum Beispiel Schmiede und sonstiges, wie sie sich vorbereitet hatten im Kampf und wie sie ihren letzten Kampf auch ausgetragen haben. So, haben wir die da mal ein bisschen alle weg. So, so. Warum ist mein Blutrausch aus? So, und weiter geht's. Komm schon. Ja, die sind momentan kein sonderlich starkes Problem, die Skelette momentan. Das sind aber auch Arlen's Lord, also das dürften die sein, die ihr vorhin gesehen habt, die versucht haben, die Grauenwächter hier auszuhungern. Oh, da hinten geht's weiter. Da hatte ich doch richtig gedacht, dass die mal irgendwann auferstehen. So, nächster. Und dann gib ihn. Da seht ihr übrigens den Zauber auf dem Boden. Der hier wurde verstärkt von dem Akolyten hier. Also selbst Skelettmagier gibt es hier in Dragon Age. Aber ja, zur Zeit halt sind wir noch ein bisschen leicht stärker als die Gegner hier. So, da unten sehen wir aber, kommen die nächsten. Die pure Masse ist hier das Spezielle. So, komm her. So, dann noch die drei Bogenschütze. Den Meisterspeer, den nennen wir uns. Zack. Doppelstreich. Raus mit dem. So, Elsa bitte nicht gerade sterben. Wäre ganz gut. Dann geben wir mal Geheul von uns. So. Okay, Elsa hat es doch noch platt gehauen. Schade. Hatte ich gehofft, dass das nicht passiert. Das war nämlich der letzte. Da haben wir gerade eine antike Armbrust gefunden. Das wäre etwas unter Umständen für unsere kleine Lediane. Ja, die ist ganz schön, gar nicht schlecht. Kritische Trefferschuss 2,40, plus ein Schaden. Schnelles Ziehen automatisch bei der Waffe drin. Schaden 9,6. Das ist ganz ordentlich. So, Alistair, müssen wir dann jetzt hier ein bisschen umändern. Bedrohung wieder an und ein schwaches Verletzungskit nehmen. Alles klar. So, schauen wir uns hier unten noch ein bisschen kurz um.
da ist sonst nichts weiter zu finden in dieser Festungsanlage, dann geht's schon in die Katakomben hinein. Also, was heißt Katakomben, also ja, die leere Burg erstmal, würde ich behaupten. So, da haben wir Skelett noch mit Steinsalbe, die nehmen wir natürlich auch mit. Und da oben geht es also hinein in die Festung. Da gibt es auch nichts weiter. Und dann sehen wir uns für die Festung im nächsten Part wieder. Bis dann, Leute.